Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thief. Thief Gold. Ja, ihr habt richtig gehört und ihr seht es richtig. Ich mache endlich weiter mit dem, was ich vor langer Zeit mal angefangen habe, nämlich die Sondermission aus Thief Gold zu spielen. Denn da habe ich ja damals die Diebesgilde gespielt, wo Andi mit dabei war. Und diesmal kommt die nächste Spezialmission, nämlich die Magiertürme. Die ich auch erst einmal gespielt habe, so vor Jahren, also es wird relativ blind. Aber ich habe auch diesmal wieder die HD-Mod installiert. Auf meinem neuen Rechner, da muss ich das alles nochmal neu in Gang setzen. Aber diesmal ist es auch richtig installiert, da hängen die Fackeln nicht mehr falsch rum und sowas. Und das Spiel läuft besser denn je. Und das ist auch das erste Mal, dass ich offiziell was in Full HD aufnehme. Das kann ich mir bei so einem älteren Spiel erlauben, selbst mit der HD-Mod. Und ich freue mich, euch diese Qualität präsentieren zu können. Und ich hoffe, ihr freut euch drüber und habt mit mir Spaß und taucht mal wieder in die alte Welt des klassischen Thief ein, aber mit Grafik, die einen vergessen lässt, wie alt dieses Spiel eigentlich ist. Dann legen wir mal los, würde ich sagen. Auf zur ersten Mission, in der wir in Thief Gold den ersten Talisman sammeln, um in die Kathedrale reinzukommen. Auf geht's. Der Erdtalisman wird von einer fremdländischen Magiersekte bewacht, die sich die Bruderschaft der Hand nennt. Die Magier leben in mehreren großen Türmen, in denen sie ihre Erd-, Luft-, Feuer- und Wasserzauber hüten. Vermutlich verstecken sie den Talisman im Erdturm. Ich fürchte aber, dass es nicht ganz einfach sein wird. Der Talisman wird bestimmt streng bewacht und ist möglicherweise auch magisch geschützt. Gott sei Dank schreiben Magier alles auf. Vielleicht stolpere ich über irgendwas, das mir weiterhilft. Ich habe einige Diener bestochen, dass sie mir eine Karte der öffentlichen Plätze besorgen. Mehr war leider nicht möglich, da nur die Magier ins Innere der Türme dürfen. Ich werde mich auf dem Innenhof vor den Eingang zum Hauptturm schleichen. Ab hier muss ich mich sputen und den Talisman so schnell wie möglich finden. Ich würde eine Auseinandersetzung mit den Magiern wohl kaum lange überleben. Ja, die Magiertürme. Und wir spielen natürlich auf Experte. Was die Ziele ein bisschen erweitert, oder? 4. Normalerweise hat man 5. Ja, durchaus. Finden Sie heraus, wo die Magier der Bruderschaft der Hand den Erdtalisman verstecken. Stehlen Sie den Talisman, das ist klar. In der großen Bibliothek des Hohen Rates gibt es Juwelenbesitzer Augengläser, die einst einem geschätzten Mitglied des Rates gehörten. Finden Sie heraus, wohin die Magier sie gebracht haben und bringen Sie die Augengläser zurück. Regalio, der Captain der Wache von Mage Keep, führt einen Kreuzzug zur Bergung des Talismans. Einer unserer Spitze behauptet, er ist mit einem wertvollen Amulett zurückgekehrt. Der Captain ist im Moment auf einer neuen Expedition. Stehlen Sie das Medaillon von St. Burrington aus dem Quartier des Captains. Alle Welt spricht vom Reichtum der Magier. Karawanen aus ihrer Heimat im Osten bringen ständig neue Schätze. Erbeuten Sie Schätze im Goldwert von 1800 Goldstücken. Ein Meisterdieb sollte auch ohne Mord auskommen. Das Abschlachten von Wachen und Magiern alarmiert nur den inneren Zirkel. Seien Sie diskret. Vermeiden Sie, wenn möglich, Feindkontakte und töten Sie niemanden. Finden Sie einen Fluchtweg aus dem Lager der Bruderschaft und bringen Sie sich in Sicherheit. Diese Mission sollte von der Qualität deutlich besser sein als die Bruderschaft, nicht die Bruderschaft, als die Diebesgilde, was wohl eine der schlechtesten Missionen ever war, die man bei Thief hier gesehen hat. Und ja, ich habe jetzt mal so eingestellt, dass ich ein bisschen Knete habe, denn ich habe nicht nochmal alle Missionen hier vorgespielt. Aber so, dass ich mir wenigstens ein bisschen was kaufen kann, aber nicht zu reich bin. Und ich habe mir schon ungefähr überlegt, wie ich das mache. Wir nehmen noch eine Blitzbombe mit. Ich habe 10 Wasserpfeile. 4 Moospfeile. Und 2 Seilpfeile. Ich glaube, damit sind wir ganz gut versorgt mit dem, was wir sowieso schon dabei haben.
Heiltrank, 4 Moospfeile, ein paar Wasserpfeile. Also das sieht ganz gut aus. Lufttrank und Mine, denke ich, brauchen wir nicht. Minen sind halt zum Töten da, das wollen wir nicht tun. Lufttrank, wenn wir tauchen müssen, was wohl passieren wird, vermute ich, dass wir einen Lufttrank irgendwo finden, aber oder dass wir zumindest ohne irgendwie auskommen. Und Feuerpfeile brauchen wir auch nicht. Und dann starten wir rein, würde ich sagen. Und stehen mitten im hellen Licht. Supi. Am Haupttor, ja. Mal wieder eine schön grobe Karte, wie man es vom alten Thief-Spiel gewohnt ist. Und wir freuen uns über die geupdateten Texturen, die dieses Spiel nochmal ganz anders aussehen lassen. Fühlt sich gut, wieder mal in der alten Welt von Thief zu sein. Hat ihren ganz eigenen Charme. Danke für den Schlüssel. Freue ich mich drüber. Da kommt auch schon die nächste Wache. Und gleich der nächste Schlüssel. Die haben zwar keine Namen. Vorsichtig. Die haben zwar keine Namen, die Schlüssel, aber die werden sicherlich für irgendwas nützlich sein. Ein Mysterium zeigt sich. Eine falsche Vision. Ja, denke ich auch. Hier ist eine schöne Sackgasse, wo ich mal einen hinlegen könnte. Und ich hatte schon mal kurz reingeguckt hier am Anfang. Da brauche ich gar nicht erst hochgehen, da brauche ich irgendwie so einen besonderen Schlüssel, weil das, glaube ich, einer der Türme ist. Das müsste der Luftturm sein, Nordosten. Nee, das ist Süden. Das ist Süden? Aber wenn wir hier sind und wir gucken nach Süden. Egal, irgendwie. Ach nee. Das war, weil ich nach oben geguckt hatte. Ja, das ist Norden. Das ist der Luftturm. Da hat sich der 3D-Kompass ein bisschen verstellt. Gut. Wir haben 2 Schlüssel eingesackt. Aber wir sollten uns langsam mal nach innen bewegen. Also rein in die Hütte. Uah. Welche Vision verwirrt mich? Wow! Es war nichts. Das war mehr Glück als Verstand, was ich gerade hatte. Der muss mich wirklich nur ganz kurz gesehen haben. Das war mehr Glück als Verstand gerade. Ich dachte schon, scheiße. Der erste Reload. Ah, diese schönen Blittertexturen hier. Ich spiele das hier natürlich auch nach meinem bekannten Stil, ne? Wenig Leute ummuchsen. Aber doch unentdeckt bleiben. Stil echt vorbeischleichen. Sind mindestens 3 Leute unterwegs in diesem Garten. Aber wenn ich nicht so doof bin und ins helle Licht stolpere, was hier gar nicht so offensichtlich ist immer, wann es hell ist und wann nicht, dürfte ich eigentlich ganz gut klarkommen. Okay, die Tür war zum Glück offen. Und wir sind erstmal drinne. Ich vermute mal hier in dem Bereich. Und das scheint ja alles so ein bisschen quadratisch angehaucht zu sein. Und unser erstes Beutestück. Bin ich hier unsichtbar hier hinten? Nee, sieht nicht so aus. Okay, hier geht's auch wieder nur raus. Das ist wirklich ein Treppenhaus hier. Muss erstmal wieder die Steuerung genau verinnerlichen. Ich habe sie mir wieder so konfiguriert, wie ich es mag. Weil wenn man Thief installiert, oder der Meister, dann ist die Steuerung meist ziemlich kacke. Man muss sie sich wirklich erstmal so konfigurieren, dass es passt. Okay, hier ist nur ein Fenster. Hier auch. Aber keine Beute in Sicht.
Ach, 10 Wasserpfeile. Das ist schon mal ganz gut. Wir werden auf jeden Fall brauchen. Ich überlege ja schon mal, mir hier einen dunklen Flur zu schaffen. Falls doch noch einer kommen sollte. Auch ganz neu hier. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gesehen habt, aber so ganz feiner Rauch aus der Fackel gekommen. Auch von der HD-Mod so ein Feature. Der ist... Die Tür ist durchaus verschlossen. Wir gucken mal, ob einer unser Schlüssel passt. Und er tut's. Ist dort jemand? Nichts mehr. Sieht nicht wie der beste Weg aus. Okay, soviel dazu. Wir haben immer noch keine Ahnung, wo der Talisman ist. Und wir haben immer noch gar keine Ahnung davon, wo der ganze andere Scheiß ist. Ich habe so das Gefühl, dieser Treppenaufgang hier bringt uns gar nichts. Das gefällt mir alles gar nicht. Also ich weiß gar nicht. Erschreck mich doch nicht so. Wer ist da? Ist da jemand? Na egal. Ich weiß nicht, was es war. Holy moly. Wir wurden noch nicht einmal entdeckt, das ist erstaunlich. So wie ich mich hier anstelle. Ja, auch viel zu viele Leute unterwegs. Viel zu viele. Okay, gehen wir einfach mal durch den Haupteingang rein. Ich vermute fast, dass das aktuell das Beste ist. Das ist sehr untypisch für Thief. Dieser tolle Sternenhimmel. Aber... Also lauter geht's nicht. Nicht zu scherzen. Ich sah, wie sie den alten Bradward fertig machten. Sie hatten ihn erwischt, als er Blumen von einem Tisch des Versammlungsraumes stahl. Einer von ihnen beschwor riesige, glühende Steine, die auf den armen Kerl niederprasselten und ihn zu Brei schlugen. Eindringlinge sollten deshalb hoffen, dass wir sie vor den Magiern erwischen. Alles, was mich jetzt interessiert, ist, wann kommt mein Essen? Das ist das Einzige, was mich interessiert. Große leere Eingangshalle. Und irgendwie noch keine Spur davon, wo die wertvollen Räume sind. Ist alles sehr groß und weitläufig hier. Ist da wer? Dachte, da war etwas. Naja. Ich wusste, warum ich mir den Raum dunkel mache. Junge! Zieh Leine jetzt! Boah, es gibt's gar nicht, was hier für ein Durchgang ist. Holy shit! Wir gucken mal, was hier steht. Notiz an alle Diener und Wachen. Hiermit erklären wir die 4 Türme von Mage Keep zum geweihten Ort. Unwürdigen ist das Betreten verboten. Nur den Adepten wird Zugang gewährt. Wachen dürfen sich während des Dienstes im Foyer der Türme aufhalten, aber nicht in den oberen Stockwerken. Erzmagier Ibn al-Harut. Okay, gehen eindeutig zu 4 Leute durch. Und die gehen alle nur kurz in diesen einen Raum hier. In dem auch irgendwie nichts ist. Ein leerer Lagerraum. Also bisher
hat es doch eins stark gemein. Mit der Diebesgilde. Zum Glück ist die Weitsicht der Charaktere bei Thief nicht immer so groß. Kellermeister Brucher, wir benötigen dringend die kürzlich angeforderten Chemikalien. In 2 Tagen werden wir den jungen Luca in die Stadt schicken. Einer eurer Männer soll ihm helfen. Außerdem benötigen wir 3 Ziegen, ein Kamel und einen Burrik für unsere anstehenden Experimente. Adepta Siki Baisa. Ne, was ich gerade sagen wollte. Das erinnert mich stark an die Diebesgilde, in dem Bezug, dass hier doch viele große Räume sind, in denen nicht viele Requisiten sind. Was erstmal das Level wieder abwertet. Aber gucken, wir kommen vielleicht noch in coolere Räumlichkeiten. Zum Beispiel, wenn wir hier diesen Turm besteigen. Den Hauptturm. Der ist doch bestimmt bewacht. Also Wachen laufen hier echt wieder en masse rum. Ich werde das nicht bereuen, die ganzen Wasserpfeile jetzt schon zu verfeuern. Ich brauche wenigstens so ein paar dunkle Pole. Ein paar Orte, wo ich meine Ruhe habe. Habe ich irgendwelche Secrets hier versteckt? Ich weiß nicht, wie viele Secrets es hier gibt, wenn es welche gibt. Der Blumen ist ein bisschen hochgestellt, das könnte ich noch abändern. Aber ich wollte jetzt nicht so viel experimentieren, sondern mal zum Aufnehmen kommen. Hauptsache patrouillieren, ne? Ob es Sinn macht, wo ihr lang geht, ist egal. Ein Geräusch. Die Stille kehrt zurück. Ah, wir haben ja doch noch ein bisschen mehr Details auf der Karte. Magierverlies, Burgverlies, untere Bücherei. Das ist auch wieder nur der Hauptraum hier. Tretet hervor! Tut mir leid, hier ist nichts mehr. Ach, es war bestimmt nichts. Knappe Geschichte. Mann, wo sind denn hier die coolen Räume? Das ist so eine große Leere hier. Fühle das Wasser. Sehe die weite Erde. Man merkt, dass sie die DLCs. Die DLCs, sag ich schon, das hieß damals noch nicht so. Goldmissionen mal so nicht so ausgeklügelt entwickelt haben. Sondern da schon ein bisschen zügiger gearbeitet haben. Ein bisschen weniger Feintuning, halt riesige Räumlichkeiten, aber die noch nicht so richtig gefüllt. Hier ist noch diese eine Tür, die noch verschlossen war. Vielleicht führt die ja irgendwo hin, wo es was Schönes gibt. Und der andere Schlüssel hat gepasst, der weiße. Und den wir jetzt 2 haben. Richtig ummieten. Jetzt sind wir schon mehr im Treppenhaus. Ich denke mal auf der anderen Seite. Sieht er mich jetzt, wenn ich hier um die Ecke husche? Hier ist ja schon wieder nichts.
Okay. Halten wir fest. Das Haupthaus ist für den Arsch. Das Treppenhaus ist auch irgendwie für den Arsch. Und wir finden Geldsäcke, aber sonst nichts bisher. Das ist wie so ein riesen Kloster, in dem sie vergessen haben, die Möbel reinzustellen. Oder können wir doch schon in die Türme rein? Feuerturm, ich guck mal, ob ich da jetzt reinkomme. Ich denke nicht. Wir müssen erst irgendwie so einen Schlüssel finden, glaube ich. Ja, nee, wir brauchen erst besondere Schlüssel. Ihr macht mich fertig, Leute. Wo ist dieser Weg zu den interessanten Gemächern, der hier gut versteckt ist? Hier ist bestimmt ja der Hauptweg. Ja, genau. Die laute Tür, die ich aber nehmen muss, weil irgendwie ich mich sonst irgendwie durch die Treppenhäuser schleichen muss. Guck mal kurz was. Ich dachte, da liegt was. Ich lasse die jetzt mal offen. Die ist mir zu laut, wenn ich die mal auf und zu mache. So, oben ist scheiße. Hier aber auch irgendwie. Es muss doch hier irgendwas geben. Untere Bücherei. Heißt das jetzt, die ist im Westen? Das wäre ja auf der Seite, wo die Wache gerade hinläuft. Das ist alles viel zu hell hier. Aber das sieht da schon mal ein bisschen interessanter aus. Ah, was haben wir denn hier? Ja, das sieht schon mal besser aus. Ich werde meinen Pfad beschreiten, bis das ewige. Das könnte die Bücherei sein. Mich verzehrt. Ich baue Schutz vor den Winden. Ich baue Schutz vor den Winden. Fühle das Wasser. Sehe die weite Erde und verbrenne im ewigen Feuer. Eine Störung. Hörte ich ein Geräusch? Hier verbergen die Magier also ihre schmutzigen kleinen Geheimnisse. Das ist anwesend. Ja, der D-Patch hat neuerdings auch Untertitel. Gehe, solange du kannst. Dunkelheit wird dich nur kurz schützen. Siehst du, jede Bewegung bringt dir nur den Tod. Du kannst dem... Ich bin unverletzt, Narr! Ich stehe hier! Okay, die Typen haben es verdammt drauf. Hier verbergen die Magier also ihre schmutzigen kleinen Geheimnisse. Was ist das hier? Sehe die weite Erde und verbrenne im ewigen Feuer. Was zur Hölle? Der Wind bläst, das Feuer brennt, die Erde bebt, das Wasser fließt. Der Wind bläst, das Feuer brennt, die Erde bebt, das Wasser fließt. Achso, das ist irgendwie so ein Gebet, was die hier machen. Aber was hat dieses Vieh gerade hier zu mir gesagt? Was? Verrat wird mir die Augen öffnen? Die List ist deine Stärke, Garrett.
Ja, das weiß ich ja. So, dich jetzt nochmal einmal anklicken und nochmal genau hinhören. Ich habe immer mehrmals geklickt. Verrat wird dir die Augen öffnen, Garrett. Verrat wird mir die Augen öffnen. Jetzt kommen doch bestimmt die Typen hier wieder rein. Lasse dich nicht von Furcht leiten, Garrett. Das Feuer brennt, die Erde bebt, das Wasser fließt. Die Habgier wird dich zugrunde richten, armer Garrett. Die Erde bebt, das Wasser fließt. Das ist irgendwie jeder dieser Statuen hat diesen Element-Sound, Feuer, Wasser, Wind, Erde. Und geben mir einen mehr oder weniger hilfreichen Weisheitstipp. Ab in die Bibliothek, ey. Vielleicht findet sich ja hier was. Meister Verlin, Azarans Interesse an der Nekromantie ist trotz seiner Verbannung ungebrochen. Er setzt seine Studien der schwarzen Magie in seinem Turm in Dayport fort. Wir fürchten, seine Experimente mit der Wiederbelebung von Ratten und Insekten werden großes Elend nach sich ziehen. Er trachtet sogar danach, Söldner für einen Kreuzzug zu rekrutieren, um das Buch der Asche zu finden. Das Buch der Asche darf niemals in die Welt zurückkehren. Azaran ist vom Ehrgeiz zerfressen und stellt eine Gefahr für uns alle dar. Seit seiner Verbannung ist er verbitterter denn je. Der innere Zirkel soll entscheiden, ob in dieser Angelegenheit weitere Schritte eingeleitet werden müssen. Erzmagier Corino. Ich erinnere mich, in Thief 2 gab es einen Turm in der einen coolen Mission, wo so ein Zombie war. Vielleicht war es das der Turm des Nekromanten, der hier gemeint ist. Der Wind bläst, das Feuer brennt. Wenn du das Wasser beherrschen möchtest, kehre zu deinen Wurzeln zurück. 9 Monde lebtest du im Wasser, bevor du in einer Welt aus Luft und Erde hineingeboren wurdest. Du hast deine Vergangenheit vergessen, doch wie lehren dich die Erinnerungen? Löse dich von den sterblichen Gedanken an das Atmen und entdecke den Rhythmus der See. Wandle den Weg nicht mit deinen Gliedern, lasse deinen Körper fließen und werde eins mit deinem Pfad. Wenn du das Wasser beherrschst, kehre zur Luft zurück, Adept, und genieße ihren Schutz. Eines Tages fühlst du die sanfte Umarmung des Wassers und durchschreitest das gesamte System ohne zu atmen. Buch von Korallen und Schuppen. Acht alte Männer oben im Turm. Acht alte Männer, nur einer mit Macht. Wende dich ab von dem Schwert in der Hand, zähle bis 7 und finde deinen Lohn. Ob uns das irgendwie weiterhelfen soll? Acht alte Männer, nur einer mit Macht. Wende dich ab von dem Schwert in der Hand. Okay, irgendwas mit dem Schwert und 7 Männern. Werden wir wahrscheinlich verstehen, wenn wir da sind. Ich hoffe mal, dass hier jetzt keiner herkommt. Bis das ewige Feuer mich verzehrt. Das sieht so nach Geheimgang aus hier hinten. Oh, hier geht's ja sogar noch runter. Nee, da sah jetzt nichts nach Geheimgang aus. Was, hier würde gut einer hinpassen. Oh, es ist ja echt einer zwischen die Regale gelaufen. Welche Vision verwirrt mich? Der Wind spielte mir einen Streich. Sei doch doof. Muss echt aufpassen, dass ich irgendwann nicht mehr ausweichen kann. Weil die mir in einem engen Gang entgegenkommen. Okay, die gehen jetzt wieder hoch, denke ich mal. Dann gehe ich mal ganz nach unten. Das Feuer brennt, die Erde bebt, das Wasser fließt. Boah, die Bibliothek ist ja noch ein bisschen größer hier. Ist auf jeden Fall schon interessanter als die leeren Hallen. Und ich denke, hier finden wir auf jeden Fall auch was, was uns weiterhilft bei unseren Zielen. Sollte ich mal zu lange umhersuchen und nichts finden, werde ich sicherlich cutten. Weil es sonst zu lange dauert. Das hier wird wahrscheinlich sowieso mindestens 2 Stunden dauern. Das ist so üblich bei Thief, wenn man eine Mission blind spielt, gerade die. Der Wind bläst, das Feuer brennt, die Erde bebt, das Wasser fließt. Gerade die Goldmissionen.
in diesen riesigen Arealen.